So, hallo meine Lieben. Mein letztes Video habe ich damit beendet, dass ich gesagt habe, am liebsten würde ich mich jetzt gleich hinsetzen und das Wochensetup anzufangen. Ja, Deutsch war das jetzt nicht. Wurscht. Ja, na, es ist tatsächlich so. Also ich habe jetzt vielleicht schon eine Stunde nichts gemacht, was videotechnisch ist, aber habe jetzt beschlossen, ich mache jetzt einmal schon den ersten Teil. Ja? Das Weekly Review mache ich dann morgen tatsächlich erst, werde die zwei Teile dann einfach in ein Video zusammenfassen, aber ich will jetzt einfach dieses Wochensetup machen. Herrschaftszeiten. Ja, ich will einfach wissen, ob das so funktioniert, wie ich das gern machen würde. Ja, also. Außerdem habe ich heute schon wieder 3,5 Stunden unterrichtet und fragt es mich nicht, was alles gemacht. Ich sehe nicht ein, warum ich jetzt bügeln gehen soll. So schaut's aus. So, dala, also da hat sich jetzt seit dem letzten Video tatsächlich nichts verändert. Wir haben also da das Monatssetup und da kommt jetzt das Wochensetup her. Gut. Ziel ist es jetzt hier, die Wochenliste hinzubringen, inklusive meiner Projekte für diese Woche, also nach Kategorien, so wie ich das jetzt eigentlich auch immer gemacht habe, und dann für jeden Tag eine Seite aufzusetzen, damit ich dann schon anfangen kann zu planen, inklusive eben dieses Stundendingsi. Da möchte ich gern eben, so wie ich das im Hourly gemacht habe, meinen Tag ausplanen, ja. Also das ist ja eben auch das Ziel, eben wieder den anderen Planer auch wieder vom Inhalt hier hereinzubringen. Habe ich im Philo versucht, hat gut funktioniert, aber irgendwann ist mir dann einfach dieser Hourly abgegangen. Schauen wir, ob das wieder passiert. Wenn ja, dann fange ich halt wieder an, ist ja in Ordnung. Wenn nicht, dann wie gesagt, ließe sich das hier sehr schön verbinden. Gut, diese Sticky Notes, die ich ja bis jetzt immer gehabt habe, zum Vorausplanen, dass ich das einfach dann in die Woche reingeklebt habe, wo ich das dann brauche. Das habe ich jetzt in dem Sinn ja nicht mehr, weil ja auch keine Garantie ist, dass ich nach den 7 Tagen dann gleich tatsächlich die nächste Woche aussetze. Es könnte ja auch eine Notizseite kommen, ja? Aber genau für diese Dinge ist eben das mit den Stickern da geplant. Ja? Also deswegen würde ich das so nicht mehr brauchen. Will heißen, dass wenn ich da tatsächlich Kisterl ausgemistet habe und Bett neu überzogen habe, dann würde ich mir dementsprechend die Sticker wieder einkleben. Ja? Kann aber auch sein, dass ich aus irgendeinem Grund diese Woche schon das Bett überziehen muss. Dann könnt ihr das dann quasi da wieder einkleben, dass ich weiß, okay, 2 Wochen später möchte ich das spätestens wieder machen. Gut, so schaut es aus. Also das heißt, diese Sticky Notes würde ich an sich nicht mehr brauchen. Kann natürlich sein, dass ich sage, ich hätte gern welche, die dann quasi einfach hier einklebt. Dann hätte ich nur bitte gern kleinere und ich habe ja kleinere. Also ich habe so ganz kleine Mini-Sticky Notes von Muji. Die könnt ihr dafür natürlich verwenden. Aber das wird sich eben noch zeigen. Gut, der Plan. Erstens einmal haben wir schon festgestellt, es ist besser, wir nehmen das Stella Cheetah raus. Und dann da rein. Es ist übrigens total lustig, gell? Also offensichtlich gibt es unterschiedliche Auffassungen wieder, ob das Stella Cheetah oder der Stella Cheetah ist. Ja? Kommt wahrscheinlich darauf an, ob man sagt, das ist das Notizbuch oder der Planer, weil eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ist es ja ein untertierter Planer, weil er hat ja da oben tatsächlich die Monate, die Tage und das Datum, das man einkanzeln könnte, wenn man wollte. Ja, ich verwende es jetzt mehr wie ein Notizbuch, deswegen ist es bei mir das Stellogy. Gut, ja, wie gesagt, also das würde ich jetzt eben aufsetzen. Mitgebracht habe ich mir einerseits wieder meine Mileliner. Die brauche ich auf jeden Fall da, werde sie dann aber auch später brauchen, wenn ich dann meine Tage ausplane. Nur das ist noch nicht unbedingt was, was ich ja heute mache. Also das heißt, ich mache jetzt das klassische Setup, wie ich es im Hourly auch gemacht habe, dass ich meine Termine schon reinklebe, aber sonst eigentlich nur nichts mache. Und wenn ich dann an den Tag komme, dann plane ich eben das so aus, wie das eben im Hourly auch immer gemacht habe. Wenn ihr nicht wisst, wie das ausschaut, dann habe ich eine ganze Woche in meiner Sonne. Verlinke ich euch gern die Playlist mit meinen ganzen Mümps. Gut, was habe ich noch mitgebracht? Wie gesagt, für da gar nicht einmal so arg viel, weil da möchte ich eigentlich hauptsächlich mit den Mileclinern arbeiten. Für die Tagesseiten hingegen habe ich mir mal mitgebracht diese Datumsheader. Die habe ich mir selber gemacht aus so Swatches, die ich von Square Lime Design als Printable eben habe.
Und die habe ich eben nicht nur als Printable, sondern tatsächlich auch als BNGs, damit ich sie dann in der Silhouette-Software weiterverarbeiten kann. Habe mir Kreise gemacht fürs Datum und dann mit meiner eigenen Schrift eben hier die Wochentage rein. Also da habe ich mir ja mal mit meiner Schrift eben was gemacht. Die kann ich jetzt natürlich so nicht auf den Blog stellen, weil ich diese Swatches ja nicht selber gemacht habe. Aber wenn euch sowas gefällt, dann kann ich das natürlich jederzeit selber machen, weil so ein Wasserfarben-Swatch, der ist auf Procreate ungefähr 2 Sekunden erledigt und dann zack, 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 kann ich das natürlich dann machen. Also ich finde sie ganz witzig. Die möchte ich haben. Dann habe ich mir eben hier diese Zahlen mitgebracht, damit ich es datieren kann. Dann habe ich mir dünnes Washi mitgebracht, weil ich ja mal finde, dass es von den Hoppala da ist, es von den Farben auf jeden Fall da ganz gut dazu passt. Und dann habe ich noch mitgebracht, weil ich ein bisschen feig bin sozusagen, ja, damit ich ganz sicher weiß, dass das mit den Stunden ausplanen gut funktioniert, habe ich meinen Ordner mit, wo ich die ganzen Planner Kate Sachen drinnen habe. Den habe ich so noch nie hergezeigt, aber im Prinzip habe ich das da so gemacht, dass ich aus Kuverts, aus denen ich auch einmal so eine Fächermappe gemacht habe. Aus denen habe ich ganz einfach so Art A5, ja, weiß ich jetzt nicht, wie man das nennen soll, aber so Hüllen halt macht, in die ich die Kits eben hinein tue. Ja, also im Normalfall sind da 2 Kits drinnen, 1 und 2. Die Hexagone habe ich ausgestanzt, damit die ungefähr sehe, was drinnen ist. Das ist einfach der Grund, weil die normalen A5-Hüllen, da steht es oben immer raus. Ganz abgesehen davon, dass es für diese Six-Ring-Dinger da, Six-Ring-Binder, eben eh ziemlich teuer nur diese Hüllen gibt. Und dann haben wir gedacht, ja du, aber eigentlich, das funktioniert wunderbar. Und da sind eben die jetzt von Planner Kate alle drinnen und hinten sind meine Sachen von Linus Pots drinnen. Ja, genau. Und das habe ich halt im Hourly immer gern verwendet und ich denke mal, als ersten Versuch wird es sicher ganz gut funktionieren, ganz abgesehen davon, dass die Planner Kate Farben auch hier gut dazu passen. Gut, aber bevor ich mir dafür was aussuche, würde ich sagen, setzen wir jetzt einmal hier die Woche auf. Und die werde ich eigentlich recht ähnlich aufsetzen, wie ich das im A5 jetzt die längste Zeit gemacht habe, dass sie eben hier eine Spalte runter mache, die in 4 Teile teilt für die 4 verschiedenen Kategorien, wo ich mir größere Ziele oder wichtige Sachen reinschreibe, die eben definitiv nicht vergessen werden dürfen. Und dann hier runter einfach meine To-Do-Liste. Gut, damit ich eine gewisse Symmetrie auch habe und vor allem da immer noch genug Platz, habe ich mir gedacht, ich gehe da genauso 8 Kasteln rein, wie ich dann da 8 Kasteln reingehen werde. Die 8 Kasteln sind dann eben gleich breit wie die klassischen Erin Condren Boxen, also meistens dicker eben auch. Gut. Da will ich zwar keine Sticker verwenden, aber ich denke, es ist trotzdem 8 Kasteln, sollte ganz gut passen. Nach unten sind es 32 Kasteln, das heißt, es ist dann ein Quadrat von 8 mal 8. Ja, und das machen wir jetzt einfach einmal. Und ich weiß noch gar nicht, wie viele Striche ich ziehen werde. Möglicherweise einmal nur einen nach unten und die restlichen werde ich einfach mit Mileliner trennen dann. Gell? So, da. Die hellen Linien sind gar nicht so leicht zu sehen und dann habe ich doch auf der Rückseite schon eben ein paar von diesen Stick-Ins. Ist mir ein bisschen abgerutscht, aber das wird nicht so dramatisch sein. So, da la, dann, wenn wir so im Farbschema bleiben wollen, hätte ich ja gesagt, dass wir uns da die Farben eben auch dementsprechend aussuchen. Lalala. Was hätten wir denn da Schönes, was dazu passt? An und für sich hätte ich gern die da. Dann hätte ich gern. Was hätte ich denn noch gern? Gelb hätte ich, glaube ich, immer gern. Gelb ist super. Dann hätte ich vielleicht das auch ganz gern. Und dann brauche ich noch ein viertes. Ich nehme ein viertes. Vielleicht einfach das da. Passt mir jetzt das dann da noch dazu? Ich habe das Gefühl, dass das dann besser passt. Wobei, puh, ha, schlagt sich das. Ja, das Lustige ist, es gibt von diesen Jewel Tones, also das sind Jewel Tones, da gibt es kein Blau. Es gibt aber auch kein richtiges Gelb, also das ist ganz witzig. Aber ich denke, ich werde die Farben einfach nehmen für meine Kategorien. Und
Ja, nicht, dass ich jetzt noch weiß, was das für Kategorien sind. Maria, ich hole meinen anderen Planer. Ja, ist eh genau so, wie ich es mir gedacht habe. Also Steuer, weil, gell? Wichtiges Projekt. Home, Latein und YouTube und Blog. Genau, gut, das machen wir. Dann haben wir ja heute schon einmal festgestellt, dass von den Farben her Lila so ein bisschen in Richtung Steuer sein sollte. Und nachdem das das Wichtigste ist, werden wir das jetzt mal ganz zu oberst machen. Einen Unterricht habe ich derweil nicht, aber wie gesagt, Latein habe ich jetzt dann einen ganz einen neuen Kurs, den ich durchaus auch neu konzipieren muss. Und ja, dementsprechend wichtig, wichtig, wichtig. Gut, und da kommen jetzt einfach nur die To-Dos runter. Das heißt, irgendeine Farbe braucht man noch. Von der Farbfamilie haben wir eigentlich alles, was Gott verboten hat. Also würde ich sagen, ich nehme einfach die noch einmal, weil ja, die passt am besten. Das heißt, ja, jetzt ist die Frage, ich glaube, da wäre ja aber einfach nur To-Do hinschreiben. Nichtsdestotrotz haben wir ja bei diesen Planner Kate-Dingern halt auch immer wieder so To-Do stehen. Genau, was sehe ich denn jetzt, dass sie, ich habe doch meine Pinzette extra eingepackt. Jetzt ist sie wieder nicht da. Ja, aber ihr seid es eh schon gewohnt. So, also wie gesagt, da ist ja wohl so ein To-Do da drauf. Die Frage, ob man das dann nicht ganz klein ist, aber mei, so schlimm ist ja nicht. Ist das süß? Ich glaube, das ist ganz süß. Ja, nachdem ich die sonst eigentlich relativ wenig brauche, also gerade wenn ich dieses Stundenlayout mache, brauche ich eigentlich kaum einmal ein To-Do. Dementsprechend passt das jetzt schon, dass das jetzt da ist. Gut, somit wäre das jetzt alles bereit, um dann eben die Sachen einzutragen. Mit den Samplern, das ist auch immer so eine Geschichte, gell? Da schaut man dann irgendwie viel zu selten hin, aber wie gesagt, das wird vielleicht jetzt auch besser, weil ich die Dinge natürlich dann auch für die To-Dos gut brauchen kann. Ja, schauen wir mal, welches Kit wir verwenden wollen, also was es da jetzt gibt. Wo ich sage, ja, das wäre eigentlich total hübsch. Es ist eins drinnen, das ich ja unglaublich gern verwenden würde. Bleibst du da? Aber das ist eher was, was ich dann im Frühling, glaube ich, machen möchte. Das da. Also das möchte ich, also da freue ich mich schon so drauf, aber das hat einfach so hübsche Frühlingswiese, dass ich das definitiv dann im Frühjahr für irgendwas verwenden möchte. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Ne? Das schaut von den Farben her ganz gut aus. Ich meine, das ist halt jetzt aufgelegt. Gell? Einerseits ist es ein bisschen Herbst schon, andererseits passt es von den Farben eigentlich ganz gut dazu. Und es hat ein Karo. Also im Prinzip bin ich mit Karo natürlich immer auf der richtigen Seite. Deswegen werden wir das jetzt nehmen. Mit dem Washi weiß ich noch nicht, wo ich das einsetzen werde. Ob ich das nur an einem oder zwei Tage verwende oder ob ich das generell auf die Tage verteilen will. Das heißt, das werde ich erst im Laufe der Zeit entscheiden. Aber wie gesagt, ich denke, das ist jetzt von den Farben erträglich. Vor allem, wenn man eher diese hier nehmen und nicht die da. Ja? Gut. Dann würde ich auch hier wieder die Zeitlinie vom Rest mit einem Strich abtrennen. So, danach. Genau, und das ist eben auch der Grund, warum ich, also nicht nur einer, sondern, nicht nur der Grund, sondern es ist einer der Gründe, warum ich eben auf eine Wochenübersicht verzichten möchte, weil wenn ich eh hergehe und die Tage aussetze, dann kann ich ja die Aufgaben eben schon auf die Tage einteilen und vor allem brauche ich dann pro Woche tatsächlich 8 Zeiten, was die ganze Sache etwas erleichtert. Weil ich natürlich jetzt die nächste Woche wieder da anfangen kann, ja? Weil sonst ist es dann doch so, dass die Wochenliste einmal auf der Seite, einmal auf der Seite, dann wieder auf der Seite, dann wieder auf der Seite ist. Was auch wurscht ist,
Aber wie gesagt, irgendwie hat es so ein bisschen, ich weiß nicht, mehr Einheit, finde ich halt. Aber wie gesagt, darum geht es ja eh im Prinzip nicht. Ich möchte es halt einmal ausprobieren. Und jetzt würde ich einmal die, genau, jetzt kommt das Washi ins Spiel, weil eigentlich wollte ich ja eben genau, jetzt ist nur die Frage, wird mir das jetzt noch dazu passen? Da passt mir das besser dazu. Ich möchte da oben jetzt einmal einen Washi-Streifen hinmachen. So, da, wo ist denn da der Anfang? Da ist er. Na, wo ist jetzt der Anfang? Ich habe ihn schon gefunden gehabt. Gib her. So, jetzt habe ich es aber gefunden. Hey. Gut, also wie gesagt, dann hätte ich gern da mal einen Washi-Streifen rüber, damit der Tag einmal irgendwo einen Anfang hat. Gell? Also ich merke jetzt schon, dass da ein Muggel drauf ist. Also allein ich die paar Seiten, die ich jetzt damit beklebt habe, sind schon genug, damit wir einen Muggel haben. Aber wie gesagt, das ist ganz oben, das wird mich beim Schreiben sicher nicht stören. Ja, gut. Was mir jetzt so während des Klebens eingefallen ist, ist eben, ich gehe da ein bisschen wieder in die Richtung, die ich damals in diesem Pilot-Bullet-Journal eben auch gehabt habe, dass ich mir eben so eine Art Wochenkits zusammenstelle, die dann eben die ganze Woche verwendet, aber trotzdem noch immer pro Seite eben kreativ sein kann, also nicht alles völlig ein Nudlertag ist. So, das wird also, denke ich, ganz hübsch werden. Da schaut bitte das Violett da, das passt ja mit dem fast wie Faust aufs Auge. So, dann haben wir Mittwoch. Das Papier ist unglaublich dünn, also ich muss immer furchtbar aufpassen, dass ich nicht was überbladel. Übrigens, falls sich irgendjemand wundert, ob ich heuer bei Hobonichi bestellen werde, also von mir aus nicht. Und zwar nicht deswegen, weil mir nichts gefällt. Also, ich verlinke euch Lillys Video. Weil die Lilly hat natürlich wieder ein Video gemacht zum Thema Hobonichi Lunch und was sie halt so gefällt und ta. Natürlich wird sie bestellen. Aber ja, also ich denke nicht, dass sie was bestellt. Kann natürlich sich noch ändern. Es hängt da ehrlich gesagt ein bisschen von meiner Kollegin ab. Gell? Liebe Sabine, hallo. Weiß nicht, ob sie schaut. Gell? Hat, glaube ich, andere Sachen zu tun, als meine Videos zu schauen. Aber ja, weil sie hat ja jetzt die letzten 2 Jahre definitiv den Hobo Weeks verwendet und hat ja auch ein wunderschönes Ledercover von Galen Leather. Ja, und also das heißt, sie ist jetzt schon noch so ein bisschen am Überlegen, ob sie das machen sollte oder nicht. Hat aber durchaus auch andere Ideen. Ja, und sie hat einmal gesagt, sie wird mir mal Bescheid geben. Und wenn sie wieder einen Weeks haben will, dann werde ich schon mitbestellen, weil zumindest Accessoires oder so kann man ja sicher irgendwie mitnehmen, oder? Vielleicht. Ja, schauen wir mal. Gell? So, Della, die Zahlendinger, die ich da habe, das sind einfach nur, glaube ich, Courier New. Also habe ich einfach selber gemacht. Und die passen jetzt von der Größe schön rein. Ich habe eh schon fast keine mehr mit so niedrigen Zahlen und schon gar nicht so kleine. Aber Wirtschaft. Ich klebe immer noch lieber Sticker rein, als dass ich meine Zahlen selber schreibe. Ob sich das jemals ändert, kann ich euch nicht sagen. So, damit hätten wir das gemacht. Und jetzt kommt, wie gesagt, dieses Ding hier ins Spiel. Aber ich weiß genau, also ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen doof. Na, gar nicht, weil ich mir dafür entschieden habe, diese Date-Header zu nehmen, habe ich jetzt auch keine Work-Sticker mitgenommen, extra, gell, weil ich das jetzt nicht brauche. Andererseits habe ich aber da ja schon eine ganze Horde, weil ich die ja nicht immer gebraucht habe. Das heißt, hier sollten solche Sticker sollte ich eigentlich noch mehr haben. Das habe ich natürlich gebraucht, ich sehe klar. Ja, da nicht.
Da ist ein Worksticker drauf, auf jeden Fall. Dann hätten wir schon eins. Zwar. Das sind, glaube ich, nur leere, genau. Und da ist auch einer drauf, hätten wir schon drei. Dann haben wir für den ersten. Also vielleicht sollte ich als erstes einmal meine Lateinkurstermine eintragen. Die sind ja vielfältig nächste Woche. Das heißt, wie werden wir denn die eintragen? Ich brauche dreimal den einen Kurs und zweimal den anderen Kurs. Also das heißt, ihr hättet die dreimal und dann noch die. Die sind eben, die sind ein bisschen höher und die sind ein bisschen niedriger. Das stört mich eigentlich nicht. Die Frage ist nur, wäre mir das vielleicht zu ähnlich? Ja, na, eigentlich ist mir das wurscht. Die andere Variante wäre das, dann könnt ihr die Uhrzeit auch noch direkt reinschreiben. Ja. Und da habe ich eben auch überall vier, also wie gesagt. Ich habe ja dann anderen Unterricht auch noch, so ist es nicht. Ja, ich werde mich für die da entscheiden. Das gefällt mir irgendwie besser. Das heißt, wir haben da 7, 8, das heißt 8:30 Uhr wäre der erste Kurs. Und dann eben, wie gesagt, mein erstes Work würde ich dann da um 14 Uhr, wenn wir das aber da hier eintragen. So, gell? Passt. Das ist, na, das ist noch nicht alles, weil, wie gesagt, ich habe dann noch mehr Unterricht und würde den dann allerdings mit so einem kleinen Sternchen um 17 Uhr da. Na, das ist jetzt blau, das ist jetzt blöd. Ihr wisst, sie mag es bunt. Kann mich nicht damit anfreunden, alles in einer Farbe an einem Tag zu machen. Ich habe das schon gemacht, aber ich finde es nicht so prickelnd. So, passt. Das wäre dann der Unterricht. Den kann ich gleich eintragen. Mache das dann erst am Tag selber, dass ich dann noch die Linien einzeichne und so. Derweil einmal trage ich, wie gesagt, nur die Dinge selbst ein. So, lala. Ich finde es ja eben, wie gesagt, spannend. Das geht jetzt von 7 bis 23 Uhr. Also es ist fast die gleiche Zeitlinie, die ich im anderen auch habe. Das finde ich total cool. Gut, dann hätten wir das. Dann haben wir am Dienstag den anderen Lateinkurs. Dann nehme ich jetzt einfach die schmäleren und der startet auch erst um 9. Dann habe ich am Mittwoch wieder den anderen Lateinkurs, der eben um 8:30 stattfindet. Genau, ah ja, Work sollte ich da vielleicht noch eintragen, wobei ich da ja zumindest schon dort bin. Das ist ja schon mal was. Aber nichtsdestotrotz. Gut, das heißt, dann bin ich um 12:15 Uhr da fertig. Das heißt, ich werde dann vermutlich tatsächlich gleich um 13 Uhr im Büro sein, weil was wäre ich denn ewig rumlungern und eine kleine Mittagspause und das passt dann schon. Genau. Dann haben wir eben den Mittwoch, den habe ich jetzt eh schon angefangen. Da habe ich dann natürlich auch ein Work. Beziehungsweise habe ich, warte jetzt einmal, noch einmal Unterricht. Das werden wir mit dem da machen. Machen wir das Gelb, das Rot, dann machen wir das Lila. Und zwar um 14 Uhr. Da schreibe ich mir aber jetzt nicht die Uhrzeit rein, sondern da schreibe ich mir rein, was ich unterrichte mit dem Dragan. Genau, das ist jetzt irgendwie sinnvoller, weil die Uhrzeit habe ich ja eh im Dings. Die Dagschina macht es übrigens so, dass sie die Zeiten dann noch einmal hinschreibt mit dem Stift, weil sie es dann natürlich besser sieht. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Gut, dann haben wir da den Termin, dann habe ich aber am Mittwoch dann auch nichts mehr. Ne? Dann sind wir erst am Donnerstag, wo, ah ja, da habe ich den Lateinkurs nicht eingeschrieben. Habe ich Latein oder nur Lat geschrieben? Nur Lat, genau. Okay.
Dann am Donnerstag haben wir wieder den anderen Lateinkurs. Fangen wir da mit dem Orange an. Hat dann allerdings noch einen Termin. Na, dann nehmen wir da das da. Der ist wieder um 9. Möglicherweise dann eben auch schon online wieder. Also der erste Termin ist auf jeden Fall präsent. Und dann werden wir wahrscheinlich online weitermachen. Das heißt wieder 9 bis 12, 15 MS. Und dann ist natürlich wieder Work. Dann nehme ich jetzt, was nehme ich denn? Na, das ist mir zu dunkel. Habe ich da noch was Helleres? Ja, nehmen wir das da. Sage ich einmal, wenn es 12:15 Uhr, ja, dann ist das nicht viel besser wie sonst. Das heißt, wir werden auch um 14 Uhr dann wieder im Büro sein. Und dann habe ich allerdings um 17 Uhr wieder einen Unterrichtstermin, den ich wieder so eintrage. Den machen wir jetzt gelb. Und zwar um 17 Uhr habe ich Polizei, Einzeltraining mit dem Dominik. Genau. Am Freitag haben wir am Vormittag wieder Latein. Ja, von denen waren sogar gleich nur drei da. Und dann bin ich ja glücklich, dass ich das nicht viermal in der Woche habe. Und dann um 19 Uhr, ich glaube, sonst habe ich da nichts. Genau, um 19 Uhr haben wir dann einen Infoabend. Und den würde ich jetzt ganz unverschämt mit so einem schönen Ding sehen. Der dauert zwar nicht ganz so lang, aber danach will ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Ruhe haben. Daher passt mir das schon. Genau. Okay, und Work sollte man dann noch eintragen. Dann nehme ich jetzt ganz frech das Rote da. Werden wir auch vor 14 Uhr nicht im Büro sein. Ja, das war es aber noch nicht, weil dann kommt noch der Samstag und da habe ich mal auf jeden Fall genau, da werde ich jetzt diese zwei dann noch nehmen. Also ich habe auf jeden Fall um 13 Uhr einen Unterrichtstermin und vermutlich eben dann um 15 Uhr wieder, aber das machen wir uns erst aus. Also das ist wieder Deutsch und das ist diesmal der David. Genau. Und vermutlich habe ich eben da um 15 Uhr das auch wieder bis 16:30 Uhr. Und um 16:30 Uhr ist ja üblicherweise dann Einkaufen angesagt. Ja, also jetzt wäre ich aber da. Jetzt ist das alles irgendwie orange und rot und frag mich nicht was. Ich werde jetzt einfach das Gelb daher tun. Oder habe ich Grocery Day eigentlich irgendwo? Habe ich auf jeden Fall. Da, bitteschön. Grocery Time. Ist das das Einzige? Offensichtlich. Aber es passt schon. Gell, das Gute ist, dass ich ja jetzt nicht wirklich so gezwungen bin, alles so einzuhalten, wie ich das sonst so mache. Weil dadurch, dass ja nicht alles auf einer Seite ist, kann ich jetzt durchaus ein bisschen die Farben auch mischen. Und daher auch diese alten Sachen aufbrauchen. Ist doch auch nicht schlecht. Gut, für Sonntag habe ich so noch nichts vor. Ihr könnt jetzt nur das Weekly Review schon eintragen und mein Frühstück mit Serie. Frühstück mit Serie, da haben wir einen Fernseher. Das ist mir eigentlich lieber, weil ich trage ja sonst nicht ein, wenn ich irgendwas fernschaue. Und das werden wir so um 11 Uhr da ungefähr her tun. Und dann haben wir eben die Frage, ist irgendwo Planner-Time übrig geblieben oder so? Bin ja aber verwirrt. Kurz, Moment. Das ist mein Sheet. Ah, okay, der hat nämlich auch dieses alte Dings. Allerdings hätte ich ein schönes Hello Weekend. Wollen wir Hello Weekend da irgendwo herschreiben? So, am Samstag. Wäre das doch hier ganz gut untergebracht, hä? Frage ist nur wie. So, das passt schon so, gell? Passt, dann haben wir das auch gebraucht.
Ist ja sonst auch schade. Aber ich hätte da noch gerne mein Planner teilen. So. Im Notfall habe ich es ja, glaube ich, einfach als extra Sheet, weil ich mir den, glaube ich, extra gekauft habe. Die brauche ich ja hoffentlich nie. Gell? Also die hoffe ich einfach völlig für die Fisch gekauft zu haben. Das wäre großartig. Trash Day kann ich allerdings noch. Grocery Time brauche ich nimmer. Und Planner Time, da ist es. Genau. Gut, das ist mir jetzt gerade wurscht. So, also Planner Time wollen wir markieren. Mit welcher schönen Farbe machen wir das? Ich bin ja glatt für gelb. Und das machen wir immer so ungefähr um die Zeit da. Das passt mir schon gut. Und dann habe ich noch gesagt, Trash Day habe ich auch. Am Montag ist ja prinzipiell, dass ich gern den Müll runtertrage, so nach dem Wochenende. Das heißt, da könnt ihr die Mülltonne hintun. Wobei ich sie ja eigentlich da auch herkleben kann, weil es ist ja ein To-Do. Es ist ja jetzt nicht die Info, dass da Mülltag ist, weil der ist ja bei uns immer Mittwoch. Aber ich kann ihn da herkleben und dann gleich einmal Müll runtertragen herschreiben. Hervorragend. Aber am Mittwoch kommt dann tatsächlich der Müll und da könnte ich mir jetzt eben Trash Day hinschreiben als Info. Und da bin ich jetzt glatt auch für gelb, weil auf der Seite ist sonst noch nichts so Schönes. Wobei das wirklich sehr hell ist, gell? Und in, naja, vielleicht auch nicht. Machen wir es orange. Sadala. Als Info sozusagen, an dem Tag ist tatsächlich die Müllabfuhr da. Ab da sollte am nächsten Tag wieder unten frei sein, falls ich das Gefühl habe, ja, ich möchte was wegschmeißen, wo aber kein Platz mehr war. Gut, ja, so schaut es jetzt einmal aus. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Jetzt wird es halt nur noch spannend, wie es ist, wenn ich es dann fülle. Also man sieht jetzt natürlich schon sehr stark, dass es durchscheint, gell? Aber nicht so stark, dass ich das Gefühl habe, es geht mich stören. Interessant finde ich, dass ich sogar durchscheinend sehe, was ich auf die Sticker geschrieben habe. Da ist es mir ja, glaube ich, noch nie passiert. Aber sogar das sehe ich. Ja, ist einfach so. Passt schon, gell? Wie gesagt, spätestens wenn man da was drüber schreibt, man sieht es eh nicht mehr. Ja, also das passt schon so. Gut, ja, also wie gesagt, dann war das jetzt einmal das Aufsetzen. Hat so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir werden dann morgen für euch im gleichen Video nur einfach noch einen kurzen Schnitt das Ganze ausfüllen und dann werde ich mal die erste Woche darin genießen. Passt. Das heißt, wir sehen uns eh gleich wieder. Ja, gut, dann bin ich jetzt wieder zurück, circa einen Tag später eben. Und ja, jetzt müssen wir schon wieder reinschauen, weil ich habe schon wieder was geändert. Haha, also werden wir mal schauen, wie lange ich da jetzt noch Veränderungen vornehme. Allerdings sind es eben mehr nur so Kleinigkeiten, ja. Und zwar habe ich in dieses Travelers Notebook wieder die Gummis eingefügt. Ja, also ich habe die ja rausgenommen gehabt. Warte jetzt einmal kurz, dass wir da ein bisschen das Licht rausnehmen. Also ich habe sie rausgenommen, weil die waren ja so, dass sie eben immer ein Gummi war und das heißt auch außen hat man den Gummi gesehen und ich habe ja gedacht, ich brauche kein Gummi. Ja, dementsprechend habe ich sie rausgenommen und habe dieses Heft immer da vorne reingesteckt gehabt. Aber wie ich jetzt das so in den letzten Tagen eben immer wieder verwendet habe und so, habe ich das Gefühl gehabt, na, einerseits stört es mich, dass ich diese Tasche dann nicht verwenden kann. Ja, andererseits hat dieses Heft sich dann die ganze Zeit da drinnen bewegt und war, frag mich nicht wo. Das hat mir auch nicht taugt. Und wenn man es zugeklappt gehabt hat, dann hat eben dieses Heft immer viel weiter rausgestanden. Also das ist ungefähr bis daher gegangen. Ja. Und ja, das hat mir halt auch nicht getaugt. Und auch wenn es gelegen ist, ist das Cover immer ein bisschen aufgestanden, weil das halt drinnen irgendwie nicht so getan hat, wie es sollen hat. Also hat es ein paar Gründe gegeben, warum ich das jetzt eben geändert habe. Und jetzt ist es eben so, dass ich dieses kleine hier am Gummi habe. Die anderen Gummis habe ich allerdings nicht genutzt. Und ich habe die Gummis eben so eingezogen wie beim klassischen Travelers Notebook, nämlich dass man hier keine Gummis sieht. Ja?
Gut, gefällt mir auf jeden Fall einmal sehr gut. Prinzipiell trauere ich den Gummis, die drinnen waren, nicht nach, weil die waren ohnehin sehr dick. Also wie gesagt, es ist bis jetzt immer gut gegangen und auch bei den anderen, die ich ja verwende, stört es mich nicht. Aber im Prinzip ist es mir dann doch ein bisschen lieber, ein bisschen einen dünneren Gummi zu haben. Gut, natürlich könnte ich jetzt auch das Delegy einfach auf diese zwei Gummis hier ziehen. Sagen wir mal, wenn es mich reizt, dann mache ich das vielleicht einmal. Aber derweil einmal will ich es eigentlich nicht, weil mir das so ganz gut gefällt, dass es eben da drauf liegt. Vorteil ist jetzt natürlich auch, die zwei sind jetzt viel mehr in einer Linie. Das heißt, wenn ich das aufschlage, liegt es wirklich gut auf dem Heft darunter. Das taugt mir. Gut, ja, sonst habe ich jetzt da dann nichts verändert, weil eben dieses Ding habe ich jetzt einfach da vorne reingesteckt. Das passt jetzt gut dort rein. Und das habe ich euch gestern schon gezeigt. Nur, da ist halt da, ich weiß nicht, also diese Taschen, die auf einer Seite offen sind, die machen mich immer ganz, ganz irre, weil ja, das bewegt sich halt. Gell? Müssen wir noch schauen, ob man das so taugt. Und sonst habe ich dann auch noch etwas gemacht, nämlich hier diesen Today-Marker. Der hat auch was mit der Dagsinne zu tun. Ja? Die Dagsinne hat nämlich einmal ein ganzes Video gemacht zum Thema Tabs und welches sie da eben verwendet. Und unter anderem hat sie, glaube ich, in einem Etsy-Store, das weiß ich gar nicht einmal so genau, hat sie solche Bookmarks gekauft, die eben aus klarem Plastik sind und oben einen Tab haben und dann kann man die eben ganz beliebig auf die Seiten tun, wo man halt gerade ist und sie dann eben auch wieder ja, runternehmen. Ja? Also quasi ein nicht permanenter Tab, der aber auch nicht wie die hier da oben klebt. Das Konzept hat mir natürlich ist nicht gut gefallen, weil ich habe ja eh schon gesagt, die hinterlassen immer so ein bisschen einen Kleberückstand, was die Semikolon eh nicht tun. Also an und für sich könnt ihr ja die Semikolon wieder verwenden. Aber sie hat gemeint, sie weiß nicht, wie man die selber macht und sie verlinkt aber den Shop. Gut, ich habe aber gedacht, naja, aber das lasst sie wahrscheinlich schon gut selber machen. Ja? Und zwar mit, wie heißt das Ding jetzt? Laminierfolie. Ich hole ganz geschwind jetzt das andere Teil, wo ich das eben rausgeschnitten habe, damit ich euch zeige, wie ich das mache. Ja? Moment dann. So, das scheint jetzt natürlich alles ganz fürchterlich, gell? Aber prinzipiell hat ja jede Laminierfolie einmal die untere Seite offen und auf der oberen Seite ist es aber schon verklebt, sozusagen verbunden. Ja? Und das ist eigentlich eben genau das, was man braucht, um sowas herzustellen. Dass man eben eine Kante hat, die schon ein Stückchen zusammengeklebt ist. Also dementsprechend einfach eine Plastikfolie zusammenfalten. Fürchte, wird nicht ganz so gut funktionieren. Ich meine, wahrscheinlich geht es bis zu einem gewissen Grad auch. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass es eben oben diese Kante gibt. Ja? Und auf diese Kante habe ich dann einfach, wie gesagt, diesen Tab geklebt und das Ganze dann ausgeschnitten und halt so in diese Breite, wie ich das halt braucht. Also es ist wirklich absolut keine Hexerei. Es ist jetzt nicht crystal clear sozusagen, ja, aber ganz ehrlich, wenn man es eben auflegt auf das Papier, man sieht überhaupt nichts. Und der Grund, warum ich das jetzt so tue und nicht von oben, ist nämlich der. Wenn ich da schreibe, ja, dann habe ich ja meine Liste fertig und dann würde ich das da drüber geben. Dass ich da nicht schreiben kann, würde mich dann nicht stören, weil abhaken tue ich ja eh da, also wäre das völlig egal. Und wenn ich umblättere, dann ist da genau eben mein Zeitstrahl, auf dem ich am Tag eigentlich auch nicht mehr schreibe. Also so gesehen habe ich mir gedacht, wenn ich das genau so mache, dass es quasi nur diesen Teil hier abdeckt, dann ist mir das nicht im Weg. Genau. Und wenn das zu ist, schaut das voll süß aus, weil jetzt habe ich da eben einen Tab, wo ich immer weiß, wo ich gerade bin. Nicht, dass das so wahnsinnig wichtig ist für mich, weil der liegt ja sowieso offen auf dem Tisch. Will heißen, ich bin sowieso immer auf der Seite, wo ich gerade bin. Aber wer weiß, vielleicht taugt es mir und ich habe es jetzt einmal vor allem lustig gefunden, es zu machen. Genau, so schaut es aus. Beschäftigen tun wir uns heute aber eben mit dieser Liste, beziehungsweise mit allem, was eventuell im alten Planer noch offen ist. Ja? Der strotzt übrigens vor Katzenhaaren. Also ich weiß nicht, ob mir das auf dem Rosaroten einfach mehr auffällt oder ob es die Katzenhaare tatsächlich mehr anzieht. Aber ja, beim Blauen ist mir das einfach nie so aufgefallen.
Gut, dann schauen wir mal. Also wie gesagt, dieses Monatsdings ist ja schon fertig. Tada. Da sollte absolut nichts mehr offen sein. Das haben wir ja das letzte Mal gemacht. Und da ist auch nichts mehr. Gell? Also es ist alles in irgendeiner Form verarbeitet, weitergeleitet oder eben sonst irgendwas. Das heißt, da braucht man nichts mehr. Dann sind wir da in der Woche. Wie gesagt, die Woche davor ist ja schon abgeschlossen. Und übrigens, da muss ich euch nur jetzt einfach die lustige Geschichte erzählen. Ich erzähle sie dann beim Flip-Through eh wieder. Gell? Aber ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben was zusammenkleben müssen. Ja? Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Warte jetzt einmal. Ja, doch, klar. Die Seiten nicht. Na, genau. Die Seite ist nämlich zusammengeklebt. Weil ich da versucht habe, ein Layout zu zeichnen und das hat so überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was ich da für einen Knoten im Hirn gehabt habe. Habe ich tatsächlich Seiten zusammenkleben müssen. Das habe ich überhaupt noch nie getan. Ja, however. Wie gesagt, das ist schon alles gereviewt, als ich das letzte Mal das Wochenreview gemacht habe. Also so gesehen brauche ich da nicht mehr hinschauen. Aber wir müssen jetzt natürlich schauen, was man von den Projekten gemacht haben, was wir von den To-Dos gemacht haben und was eben jetzt ganz dringend noch übertragen werden muss. Jo, und ich kann euch jetzt schon sagen, Thema Steuer habe ich gar nichts gemacht gehabt diese Woche. Das heißt, das werden wir eins zu eins rüberschreiben. Gut, ich habe übrigens jetzt auch ein Video gesehen von jemandem, der eben so mehrere B6-Notizbücher eben verglichen hat und durchaus auch mit Füllfeder. Und die hat ja für sich zumindest festgestellt, dass das Delagy-Papier fürchterlich zum Schreiben ist mit einer Füllfeder, weil die Tinte ausfedern würde und und. Na, das kann ich absolut überhaupt nicht bestätigen. Also, die ist gestochen scharf, die Tinte ist schwarz wie die Nachtfinster auf dem Papier. Was mir da so nie aufgefallen ist, keine Ahnung, ich meine, es kann schon sein, dass der Strich ein bisschen dicker ist, als es da ist. Wird mir aber gar nicht so arg auffallen. Also es ist ganz witzig, wie man so ganz unterschiedliche Empfindungen haben kann, was Schreiben betrifft. Ich meine, keine Ahnung, was sie alles für Federn ausprobiert hat, was sie für Tinte ausprobiert hat. Gell? Vielleicht bin ich wirklich mit meiner Kaweco und der Lamy-Tinte auf so einem Klassenweg sozusagen gemeinsam mit dem Stellaci, dass das super funktioniert. Habe ich echt super faszinierend gefunden, ja. Gut, Home, das muss ich mir gerade noch anschauen, weil da ist soweit. Naja, doch. Tu mal die darüber. Gut, Sadala, das mag euch jetzt gerade total hirnrissig vorkommen, was ich da mache. Ebenso von wegen, jetzt schreibe ich quasi alles noch einmal auf, was ich eh da habe. Was macht das für einen Sinn, wenn ich die Sachen aufschreibe und sie ja dann eh nicht mache? Ja. Wie gesagt, das hängt natürlich immer von meinem Energielevel ab. Und das war halt diese Woche nicht so wahnsinnig groß. In der kommenden Woche habt ihr ja auch schon gesehen, ich unterrichte natürlich jeden Tag und arbeite am Nachmittag. Habe dann noch zusätzlich Einzelunterricht auch noch. Das heißt, die Frage wird eh sein, ob ich das Energielevel habe. Aber wenn ich mir jetzt deswegen einfach gleich gar nichts vornehme, dann stehe ich halt auch da und denke mir, brauche ich eh nichts machen. Schau einer an. Und dann mache ich es erst recht nicht. Gell? Also dementsprechend schreibe ich das jetzt doch ganz gern auf. Für YouTube machen wir auf jeden Fall einmal die Move-In-Reihe, nenne ich das jetzt. Ja, dann hätte ich mir ja laut YouTube und Blogplan, warte jetzt einmal, da müsste das sein, habe ich mir ja noch auf jeden Fall die Sticker auch überlegt gehabt, nämlich die, die ich eh im Prinzip fertig habe, ob ich die natürlich just am Donnerstag, aber das, was ich da mache, ist eigentlich mehr so wirklich so ein Aufteilen, ja. Das heißt, wenn ich jetzt die Move-In-Reihe mache, dann werde ich sicher irgendwie morgen oder am Dienstag auf jeden Fall ein Video dazu bringen und dann ist halt Donnerstag oder Freitag das sicher ganz gut, wenn ich ein Sticker-Set auf den Blog bringe, damit ich quasi nicht alles an einem Tag mache, ja, weil, so schaut's aus. Aber auf jeden Fall die Happy Mail Sticker. Genau, dann haben wir das. Dann für einen Lateinkurs, da geht es natürlich Texte. Genau.
Ja, dann bin ich mit meinen Zielen schon ganz gut dran. Also das sind jetzt tatsächlich Dinge, auf denen mein Fokus liegen soll. Natürlich ist das ähnlich wie jetzt mit diesem Videodrehen, gell? Laut meines heutigen Planes, gell, ist eine ganz wichtige Sache, die ich heute tun soll. Tata, bügeln. Eklar, gell? Ja, wir sind jetzt zeitmäßig ungefähr da. Spa Day habe ich gemacht. Ja, ich habe mit Moodle schon ein bisschen was gemacht. Ich habe gut geschlafen, 2 Stunden ungefähr. Es ist so quasi ein verlängerter Spa-Day. Aber natürlich habe ich noch nicht gebügelt. Ja? Jetzt hätte ich natürlich sagen können, mein Fokus ist bügeln. Das heißt, du setzt dich noch nicht jetzt schon hin und machst dein Weekly Review, das ich ja tatsächlich erst für später geplant habe, sondern du gehst jetzt brav bügeln. Ja, na, mache ich nicht. Also wie gesagt, manche Sachen mache ich halt nur mal um eine Ecken lieber als andere. Aber wenn ich sie halt so extra da stehen habe, kann ich sie nicht ganz so leicht ignorieren, wie wenn sie einfach in der To-Do-Liste drinnen stehen. So schätze ich es, gell? Gut, ja, und dann schauen wir mal, was wir von der Wochenliste gemacht haben. Also vermutlich nur mäßig. Ein paar Sachen habe ich draufgeschrieben, von denen ich gewusst habe, dass ich sie eh nicht machen werde, aber damit ich sie nicht verliere. Wir haben auf jeden Fall das Videobüroplaner gemacht. Ja, na, das habe ich jetzt einmal schon weitergeleitet. Wand weggeräumt habe ich sicher einmal, muss ich allerdings natürlich wieder. Wäsche gewaschen habe ich natürlich. Vom Bügeln kann ich noch nicht behaupten, das tun wir mal so. Ja, schaut eh nicht so gut aus. Okay, dann wie gesagt, prinzipiell wäre jetzt zum Überlegen, was von diesen Sachen gebe ich mir jetzt wieder auf die Wochenliste und ist was dabei, wo ich sage, na, das macht eh keinen Sinn. Ich gebe es auf die Monatsliste. Das heißt, es würde dann eben auf eine Seite davor kommen. Ja? Gut, und wie gesagt, das werde ich mir halt jetzt überlegen. Da habe ich ja eh noch brav ein bisschen Platz, gell? Genau. Ja, ich meine, Spüli reinigen ist nicht wirklich viel Aufwand. Ja, das war dann jetzt alles, was hier ist. Also die Sachen, die ich jetzt auf die Monatsliste geschrieben habe, das ist eben einerseits das Video mit den Stanzen. Dazu werde ich sicher die Woche nicht kommen, weil das ist noch ehrlich gesagt viel Aufwand, was ich da noch machen möchte. Dann Woche auf einer Seite in allen Größen. Das ist wahrscheinlich nicht einmal wirklich, dass ich das Monat schaffen werde. Dailies in A4. Ich meine, bis zu einem gewissen Grad sind es schon fertig, aber ja, noch nicht ganz so hundertprozentig. Und mein Stempelkatalog, das ist ja sowieso eine Spaßveranstaltung. Genau. Natürlich hätte ich jetzt gerade diese drei Sachen direkt auf die YouTube- und Blog-Ideen schreiben können. Aber das ist eigentlich auch was, was ich schon eine Zeitl mit mir herumtrage. Und wenn ich es da habe, denke ich zumindest dran. Und vielleicht habe ich ja irgendwo doch einmal die Zeit und vor allem die Lust, es zu machen. Gell? Gut, aber das heißt, wir sind jetzt mit der Wochenliste dann völlig fertig. Jetzt sehe ich nur prinzipiell, dass ich eben da ja auch Spüli reinigen und Waschmaschine reinigen stehen habe und mir das jetzt aber da gerade auch von dieser letzten Wochenliste übernommen habe. Naja, weil ich halt im August nicht dazukommen bin. Und einmal im Monat möchte ich das aber gern machen, dass das so tiefengereinigt ist. Das heißt, wenn ich es diese Woche schaffe, dann würde ich es vielleicht tatsächlich Ende des Monats dann noch einmal machen. Ja? Und sonst kommt es halt wieder in den Oktober und dann habe ich es auch einmal im Monat gemacht. Ja? Gut, okay, sehr schön. Das heißt, das war jetzt einmal die Wochenliste. Vielleicht schauen wir auch mal ganz kurz, was wir denn in unserem Weekly Review sonst noch machen sollen. Also On-the-Go-Planer checken ist jetzt im Rahmen des Monthly Reviews nicht wirklich notwendig. Monatsplan updaten auch nicht, weil das haben wir ja eben, wie gesagt, da schon gemacht. Wochenplan aufgesetzt haben wir, jetzt haben wir die letzte Wochenliste uns angeschaut und jetzt geht es um die letzte Tagesliste, ja? Und die letzte Tagesliste ist eben der heutige Tag.
Jetzt ganz kurz so herstellen. Ja, also der heutige Tag ist jetzt natürlich noch nicht fertig. Ich schaue jetzt nur, ob irgendwas draufsteht, was ich garantiert heute nicht mehr machen werde. Und muss sagen, ja, in meinen Unterlagen schreddern werde ich wahrscheinlich heute dann doch nicht mehr machen. Das ist also eine Aufgabe, die ich ewig vor mir herschiebe. Ich habe da einen ganzen Stapel an Papier, das geschreddert gehört. Und ja, ich habe allerdings nur so einen kleinen Mini-Schredder. Also Mini ist auch gerade nicht, aber halt klein. Und der ist halt dann gleich voll und dann ist es immer so mühsam. Aber irgendwann möchte ich es halt doch machen, weil der Berg ist ja auch nicht schön. Ja, aber ihr könnt euch vielleicht sogar noch erinnern, dass ich das beim letzten Mal, als ich die WIMP gemacht habe, im Bullet Journal, dass ich das da auch schon die längste Zeit weitergeschoben habe. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht gemacht. Ja, aber gut. Gut, also das wäre jetzt tatsächlich das, was ich hier nimmer machen wird, ja. Und dann schauen wir, ob ich von den anderen Tageslisten irgendwas gemacht habe. Also Latein, Matura Schulvorbereiten habe ich halt jetzt am Wochenende nicht gemacht, aber das steht eh schon da. Ja, so, also das wäre es dann eigentlich auch gewesen. Dann schauen wir wieder vorne die Aufgaben von der Weekly Sisyphus Liste zu verteilen. Dafür würde ich mir das Heft da jetzt rausnehmen. Und jetzt kommen wir eben zum Neuen. Das heißt nämlich, dass jetzt, da sind sie eigentlich eh gewesen, dass eben diese Wochenaufgaben würde ich ja jetzt schon direkt auf die einzelnen Tage verteilen, wann ich sie machen möchte. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu sonst, weil da habe ich zumindest bei jedem Tag aufsetzen noch entscheiden können, kann ich das heute machen oder kann ich das heute nicht machen. Wenn ich es jetzt schon direkt drauf schreibe, dann steht es natürlich schon da und wird halt im Zweifel einfach weitergeleitet. Aber ich denke, das wird nicht das Drama sein. Aber jetzt wird es halt ein bisschen ein Geblätter. Dann Pflanzen gießen. Genau, ah ja, genau, da fällt mir dann auch noch eine Änderung ein, wenn ich schon beim Pflanzen gießen bin. Ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden, die Sticker zu verwenden und mich für Post-its entschieden, weil beim Pflanzengießen ist es ja auch so eine Sache, dann mache ich es an einem Tag nicht und dann klebt aber da ein Sticker rein und dann passt der Intervall nicht mehr. Ja? Dementsprechend habe ich eben jetzt Sticky Notes eingeklebt und am 4. wäre dann Pflanzengießen wieder dran. Und dann eben hier am 9. das Pflanzengießen Plus, ja, weil ich ja eben alle 5 Tage alle Pfla also einen Teil der Pflanzen gieße und alle 5 Tage alle Pflanzen gieße. Gell? Für die, die mehr brauchen, die weniger brauchen. Und das kommt jetzt quasi 1, 2, 3, 4, 5 hierher. Genau. Und dann war sie wieder, okay, beim nächsten Review ist es am 9., da ist es eben am 14. Und jetzt muss ich es am Freitag eintragen. Gerade festgestellt, dass der Punkt, den ich da gemacht habe, definitiv auf der Rückseite sichtbar war, also im Sinne von durchgeblutet. Aber da habe ich nichts. Also kann sein, dass es einfach so eine Stelle gegeben hat, wo das halt jetzt ein bisschen durchgeschaut hat. Gell? Gut, dann der Sparplan wäre jetzt morgen auch noch. Und sparplantechnisch sind wir da hinten. Das heißt, 5 Euro ist dann. Okay, passt. Dann hätten wir jetzt also die Wochenaufgaben verteilt. Ziele, Projekte haben wir dann da schon. Aufgaben von der Monatsliste übernehmen. Inbox checken, das ist eben das mit Rechnungen und so weiter. Das haben wir schon. Und Geburtstage haben wir aber die Woche auch keine. Da ist am frühesten da, am 15. wieder, hat der Kollegin Geburtstag, das habe ich zwar nicht eingetragen, aber das war sie durchaus auswendig. Und da hat dann eben eine Freundin Geburtstag. Gut, also sonst sind wir geburtstagstechnisch da eher unterbesetzt. Okay, also das heißt, schauen wir mal, was es jetzt von der Monatsliste gibt, was wir übernehmen könnten. Also wir haben die Steuer auf jeden Fall schon drinnen. Wir haben die Matura-Schulklassenvorbereitung, wir haben die Yoga-Klassen nicht drinnen, das wäre ja aber die Woche sicher nicht machen, also irgendwo hört sich alles auf. Und wir haben als Sticker-Set online. Ich könnte mir den FOBO datieren schon einmal als,
Meine Alastair geht schneller. Dafür gibt es ein Fobo so schön in Einzelteilen. Ja, ja, ich schreibe mir mal Fobo-Datieren auf. Weil hin und wieder brauche ich dann so Tätigkeiten, die dann nicht ganz so anspruchsvoll sozusagen sind. Und ein Planer datieren ist, ja, das ist sehr entspannend. Ich weiß, ich bin nicht ganz dicht. Sadala, dann schauen wir mal, was ich hier machen wollen würde. Ja, eh nicht wirklich was, gell? Ah, die Couch absagen ist auch nicht schlecht, gell? Soll natürlich absaugen heißen und damit ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss, schreibe ich das gleich daher. Ja, was soll ich denn machen? Projektstunde und Spa-Day sollte ich natürlich noch in irgendeiner Form einplanen, weil das wollen wir ja einmal in der Woche machen. Das heißt, ich würde das an und für sich, ja, das bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das schon vorplanen soll oder ob ich das nicht auch lieber daher schreibe, als Trigger sozusagen, damit ich, wenn ich das Gefühl habe, ja, heute könnte ich das machen. Ich meine, Spa-Day wird ziemlich sicher der Sonntag werden, aber nachdem ich ja diese Ausplanung jetzt noch nicht machen möchte, wäre es mir auch lieber nur so eintragen. Genau, so, dann haben wir das jedenfalls auch so drinnen. Und dann bin ich, die Mistkübel kennt ihr noch abstauben, die schauen schon ein bisschen aus. Genau, also ich habe mir zwar mal generell die Staub-Challenge Schlafzimmer aufgeschrieben, aber vielleicht schaffe ich mehr. Deswegen schreiben wir das einfach einmal so auf. Dann weiß ich, dass dort auf jeden Fall der Fokus liegt, aber wenn ich mehr schaffe, ist ja auch gut, gell? Okay, passt. Ja, mehr würde ich jetzt da tatsächlich gar nicht aufschreiben, weil wie gesagt, wenn du nicht ewig Zeit hast, schauen wir einmal, schaut es jetzt arg viel weniger aus, auch nicht wirklich, gell? Weil da bin ich auch bis da herkommen und dann ist halt noch was dazukommen und den Platz hätte ich hier jetzt eben auch und sonst, wenn ich sehe, es wird nichts mehr, dann kann ich da ja einen Sticker herkleben oder Washi. Oder sonst irgendwas in diese Richtung. Na, bin ich eigentlich jetzt einmal sehr zufrieden. Ja, da ich mich jetzt definitiv noch nicht damit beschäftigen will, wie mein morgiger Tag aussieht, werde ich das jetzt auch nicht aufsetzen. Das mache ich üblicherweise auch nicht am Abend. Also daher ist das jetzt nicht ungewöhnlich. Und schließe damit jetzt das Video ab, indem ich einfach noch einmal ganz kurz durchblätter und eben zeige, wo ich jetzt eben auch die Sachen noch hingeschrieben habe. Gut, und damit ist bis zu einem gewissen Grad jetzt natürlich schon vorausgeplant, aber das habe ich ja vorher auch gemacht. Nur, dass ich da halt noch diesen Zwischenschritt mit der Wochenübersicht gehabt habe, wo ich es dann noch einmal hierher übertragen habe müssen. Mich hat es nie gestört, das ist keine Frage, aber schauen wir mal, ob es so besser funktioniert. Auf der anderen Seite habe ich halt jetzt auch wirklich alles aufgesetzt und hätte im Zweifel weder die Möglichkeit, mehr Platz zu brauchen, noch dass ich sage, okay, boah, jetzt muss ich da den ganzen Platz mit Stickern vollkleben oder sonst irgendwas, weil ich, keine Ahnung, gar nicht einmal da war, um was zu machen. Ja, weiß man ja oft im Vorhinein nicht. Wobei. Vielleicht muss man sich auch davon einfach ein bisschen lösen und sagen, okay, das war einfach so. Der Grund, warum das Bullet Journal System eigentlich immer so ein Appeal, wie sagt man, so eine Attraktion für mich war, ist natürlich das, dass es vom System her den Platz nicht unbedingt verschwendet. Ja, also das heißt, wenn ich den Tag jetzt gar nicht brauchen würde, dann wäre natürlich eigentlich eine ganze Seite verschwendet. Aber gut, auf der anderen Seite ist Planen halt nun mal auch so, dass man irgendwo planen muss. Ja, hilft auch nichts. Und dass halt manchmal die Pläne sich ändern. Und das sollte sich, denke ich, durchaus auch im Planer dann zeigen. Genau, passt. Sehr schön. Dann hat es mich sehr gefreut. Euch hoffentlich auch. Irgendjemand hat sich eh ein langes Video gewünscht. Naja, jetzt habt ihr zwar drei, glaube ich, lange Videos, die im Laufe der Woche eben kommen. Und wenn ihr das seht, sind sie alle schon online davor. Also dann heißt es, wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.